Also, hallo, guten Abend, ich begrüße euch alle von Brandenburgs Land. Ich hoffe, Sie sind alles in Ordnung, alles gut bei euch. Wir sind jetzt nach einer heftigen Diskussion über die Fleisch. Richtig? Ja. Also, Sie erinnern mich die zentralen Punkte. Erstes wollte ich etwa erleuchten, etwa wichtiger. Und das ist der große Unterschied zwischen der jüdischen Welt und der nachidischen Welt. Die Juden im gewissen Sinn haben keine Auswahl. Sie müssen verpflichten, alles beobachten. Ja? Das heißt, alle Gebote, wie steht in schriftlicher, mündlicher Lehre, aufhalten. Ja? Also kann man auswählen nur den Weg. Wie macht man? Aber nicht, dass dies mache ich ja und dies mache ich nicht. Das heißt, was haben wir tatsächlich betroffen? Die Juden, die sind nicht so genannt, so stark observant oder überhaupt säkulär. Das ist ein Problem. Muss man verstehen, dass die jüdische Gesetz ganz, ganz nimmt ganz streng diese Leute und wenn wir gehen ganz, ganz ultra, ultra streng, diese Leute bekannt als Verbrechen. Die Verbrechen, die jüdische Gesetz, nicht allgemeine Gesetz. Ja? Das gibt es ein Gesetz und die Leute machen seine eigene frei. Ja? Verstehen Sie? Also nicht umsonst, genau in Deutschland, schon am Ende 19. Jahrhundert, mit Säkularisierung, ja? Das heißt, die Christen haben säkularisieren sich und die Juden gleichfalls. Ja? Und dann im Deklamen gibt es klare Verbindung zwischen Christen und Juden. Im Dinge, ob jemand streng oder säkulär. Verstehen Sie mich? Zum Beispiel im 19. Anfang bis dem Schwarz, Zweiter Weltkrieg, bis 13. In Deutschland waren drei sehr, sehr starke jüdische orthodoxe Gemeinden. Die drei wurden benannt und bekannt als 3F. Welche 3F? Welche drei Städte mit F? Frankfurt. Frankfurt am Main. Richtig. Was noch? Fürth, beim Nürnberg und Fulda im Hessen. Also diese 3F wurden sehr, sehr bekannt als sehr orthodoxe Gemeinden. In Fulda, das war eine Herausgebung, jüdische Bücher. In Fürth, das war eine sehr, sehr bekannte Yeshiva und Lehrstil. Aber warum nur diese 3F und nicht, ich weiß nicht was, 3H oder 3D? Düsseldorf, Dortmund, ich weiß nicht was. Detmold, ja. Die Antwort, in diesen 3F, die Christen waren stark, gläubig. Dort waren starke katholische Gemeinden, verstehen Sie? Und in 3D, Düsseldorf, Dortmund und Delmenhorst, zum Beispiel, ja. Dann war etwa protestantische, einfach also Säkularisierung. Im Kurz, die Säkularisierung bekommt zum alle Leute, alle Schichten in der Gesellschaft und egal welche Region, welches ökonomische Niveau. Ja? Also, und dann, die alle bekommen säkulär und da ist schon egal, welche Glaubens du bekommst, weil es ist nur theoretisch, es ist nur soziologisch, ja, in Herkunft, nicht im Gegenwart und natürlich nicht in Zukunft. Also, und dann hatte ganz, ganz stark eine Frage erschien in der jüdischen Welt. Was machen wir mit diesen säkulären Juden? Die sind nicht im Dreieck. Die sind in Berlin. Ja? Vor dem Schwa, vor dem Krieg, 20% der Bewohner von Berlin Juden waren. Ja? Also jede fünfte. Und sie waren sehr, sehr säkulär. Nach genau Mendelssohn und liberale jüdische Tradition. Wie
sehen wir diese Juden. Und natürlich, das war mehr von einer Antwort im jüdischen Welt. Deine Antwort war, die sind Verbrecher. Diese Leute, säkulare Juden, nicht mehr Juden. Verstehen Sie? Also sie waren Juden, aber nicht mehr, weil sie behalten die Tora nicht. Das heißt, diese Definition ausgewählte Volk, jüdische Volk, ja, die nach einem Verständnis Auswahl, es ist nicht nur die Gott ausgewählt, auch die Leute sollen bestätigen diese Auswahl, die Juden. Und wenn sie, die Juden, auswählen, frei sein, ohne Religion, säkular sein, dann sie bekommen keine Besonderheit. Ja? Also im anderen Wort, sie sind keine Juden. Okay? Oder ein bisschen milde Definition von dieser, das heißt, es ist eine scharfe Kritik. Die etwa mild, okay, die sind doch Juden, aber sehr, sehr problematische Juden, sagen wir zweite Klasse Juden. Okay? Und diese Definition bis heute gilt für ultraorthodoxe Welt. Die ultraorthodoxe Welt, die Chassidim von Satmer und noch weiter, ja, sie betrachten die nicht-observanten, nicht-religiösen Juden als zweite Klasse, im besten Fall. Im schlimmsten Fall, sie sehen sie als keine Juden überhaupt. Verstehen Sie? Weil es ist die Frage von Auswahl. Und natürlich gibt es eine andere Sehen, die sagt, doch, die sind nicht ideale Juden, aber sind doch Juden. Das heißt, diese ausgewählte Volk, Juden, gibt es etwa innere, du kannst nicht rausnehmen. Auch wenn du auswählst sich komplett säkulär leben, du bist doch, du hast etwa nach dem Kabbalah, nach dem Seele. Es ist eine sehr, sehr lange und noch unentschiedene Diskussion im jüdischen Welt. Gut. Aber der zentrale Punkt für alle bestrittenen Seiten ist, dass die Juden im gewissen Sinn haben keine Auswahl. Sie müssen und verpflichten eigene Gesetze halten. Ja? Und deswegen in Deutschland, da in deutsch-jüdischen Gemeinden von 19. Jahrhundert wurden viele, viele strengere Dekrete, Gesetze über diese säkularisierende Juden. Sanktionen. Wollen Sie Beispiele haben? Gerne. Jemand, der, eine Jude, der verheiratet mit nicht-jüdischen Frauen. No. Was machen wir damit, mit diesem Mann, mit dieser Person? Okay. Wir implementieren auf diese Person Sanktionen. Welche? Erste ist erst rausgeflogen von der Gemeinde. Raus. Ja? Okay. Wenn es hilft nicht, es war nicht geholfen, dann, okay, er bekommt keine gleichberechtigte Betrachtung in der Gemeinde. Er bekommt keine Lehre zum Torah und solche. Ja? Er ist zweite Klasse. Zweite Klasse, natürliche, niedrige zweite Klasse. Jude, der seine Söhne nicht Brit Mila gemacht. No? Was machen wir damit? Die gleichen Sanktionen. Die sind zweite Klasse, dritte Klasse und so weiter. Ja, okay, das hat nicht geholfen am Ende des Tages. Die Leute haben freie Auswahl und die Juden wollten heiraten, wie sie wollten und nicht, was die Gemeinde hat gesagt. Ja. Sie wollten, ob nicht oder ja, Beschneidung machen, als sie haben geglaubt. Ja. Aber doch, bis heute in viele alte, traditionelle jüdische Gemeinden wie Frankfurt und München, Frankfurt Main, auch Frankfurt oder übrigens, es steht schriftlich in innergemeinische synagogale Ordnung, dass die Leute, die haben nicht jüdische Frau und haben die Söhne nicht gemolt, nicht Brit Mila gemacht, haben keinen Anspruch zum 1, 2, 3, 4 von die Gemeindeservice. Gut? Bis heute. Es ist manchmal eine Tragödie. Okay,
jetzt, wir gehen scharf zum nachidischen Welt. Und das ist komplett anderes Welt. Weil dort, paradoxalerweise, gibt es eine freie Auswahl. Das heißt, die Leute haben eine Auswahl, was halten nicht. Welche Gebote nehme ich auf mich, welche nicht. Das heißt, diese 7 Gebote, das ist ein minimales Niveau. Ja? Nach zum Beispiel Chabad-Version, diese Minimum ist auch Maximum gleichzeitig. Also Minimum 7 und Maximum 7. Aber das ist eine Minderheit und die Mehrheit sagen doch, die Nachiden können mehr Gebote auf sich aufnehmen, akzeptieren. Ja? Und ich habe schon zitieren 2 Bücher. Eine von sehr, sehr bekannten Rabbiner Weiner, übrigens er ist Chabad, Rabbiner Weiner, er schrieb ein Buch, es gibt es auf Englisch, ich habe... The Divine Code. Ja, ja, genau. Dort, er hat erzählt 90 Gebote, richtig? Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt sind, aber auf jeden Fall eine Menge. Er hat erzählt die Rechnung als 90. Nach seinem Buch. Und er ist ein Spezialist, jemand, der Rabbiner, der beschäftigt mit Nochiten von 70er. Ja, also nicht umsonst. Eine sehr, sehr prominente rabbinische Person im Nochidewelt. Gibt es noch ein Buch? Ich habe das bestellt im eBay auf Englisch vom Rabbiner Lichtenstein, verstorbene Genie. Ich habe von ihm gelernt, persönlich. Ich habe ihn gekannt, persönlich. Ja, er war ein amerikanischer Jude, der noch in Amerika, vor seinem Aliyah nach Israel, am 80er, er hat geschrieben auch ein Buch über die noachidische Gebote. Und dort er erreicht zum Fazit als 69, etwa so 67. Ja, ein bisschen knapp 70, ja, ein bisschen weniger von 70. Das ist seine Minyan, das ist seine Rechnung. Dieses Buch habe ich auf Englisch. Und er ist nicht so teuer. Kann euch empfehlen, ihn einzukaufen. Also, das heißt, manche Rabbiner sind einverstanden, dass Noachiden haben gewisse Frauen Auswahl von, sagen wir, 8. Gebot und weiter. Ja? Von 1. bis 7. Gebot muss, genau wie Juden muss. Ja? Must, ja? Pflicht. Ja? Beim Juden 613 muss, beim Nochiden 7. Okay, wie ist es genannt bei Juden, diese heilige Zahl 613 ist nur theoretische Zahl. Es ist tatsächlich auch weniger. Kein Tempel in Jerusalem, kein jüdischer König und so weiter und so fort. Also auch tatsächlich nach verschiedenen Rechnungen, auch diese praktische Zahl von den jüdischen Geburten, die muss man halten. Heutzutage ist es unter 100. Unter 100. Mishnah Brura, Chafetz Chaim, hat eine Rechnung gemacht, rund 40 hat er erreicht. Ich denke, es ist ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel. Auch kein 100. Also, das heißt, auch die Noachiten, auch die Juden haben relativ die gleiche Zahl. Unter 100 Geboten, die sind tatsächlich erreichbar für uns heute. Ja, jetzt zum Beispiel, jetzt noch ein Monat, 3 Wochen, es ist jüdisches neues Jahr, Rosh Hashanah, der ist die 7. Jahr. Ja, die 7. Jahr, Shabbat, ja, 7. Tag, 7. Jahr, ja, eine Parallele, ja. Was sagen Sie? Das Angebot vom Torah oder nichts? Genau, danke, Solveig. Aaron Lichtenstein, Rabbiner Lichtenstein, The 7 Laws of Noach, genau, das ist der Name von dem Buch. Erreichbar, billig, kommt für Post. Empfehle für euch. Genauso.
kostet 12, 15 Euro, etwa so. Also dieses siebte Jahr, über die, um was geht das? Dass wir müssen die Heiliges Land, Israels Land, in Ruhe lassen. Sie soll beruhigen sich. Also einem Jahr nicht Landwirtschaft schaffen auf diesem Land. Ja? Was sagen Sie? Dieses Gebot ist vom Torah, oder? Ja, das ist von der... Theoretisch zu sagen, ja. Das steht im Torah. Aber die Gültigkeit, die in Kraft sozusagen von diesem Gebot, heute ist nicht vom Torah. Mhm. Das heißt, nach fast alle Meinungen, über 90%, 95% Meinungen der rabbinischen Meinung heutzutage, wir halten das, dieses siebte Jahr, als ein Symbol und nicht vom, in Kraft vom Torah. Das ist ein Zeichen, nicht diese Mitzwa vergessen. Ich kenne nur einen Rabbiner in Israel, jemand genau von Haifa, meinem Staat, der Rabbiner von Technion, er ist der Meinung, dass diese siebte Jahr Mitzwa ist doch auch heute, auch ohne Tempel, in Kraft vom Torah. Aber er ist eine, einzelne, kenne sogar nicht zweite. Okay? Also auch wenn treffen wir viele Gebote beim Juden, es ist nicht genau stark wie im alten Zeiten. Okay? Also auch die jüdische Auszählung von Geboten weit fern von perfekt. Ist nicht alles. Also, zurück zum nachidischen Welt. Und wie gesagt, von 8. Gebot bis 60er, 90er, die Noriten haben freie Auswahl. Will ich, schaffe ich dieses Gebot. Will ich nicht, dann nicht. Muss man aber verstehen, ich habe das viel, viel mal gesagt, im Judentum gibt es zwei Dinge, die gehen zusammen. Die Buchstabe vom Gesetz und die Geist des Gesetzes. Ja, zusammen. Probieren wir uns, das habe ich über die Zählungen und Nummern und Zahlen, das ist natürlich Buchstabe vom Gesetz. Ja? 7, 8, 90, 69, 613, das ist Buchstabe des Gesetzes. Aber verstehen wir den Geist des Gesetzes wegen der Noachite? Was ist genau diese noachitische Bewerbung? Und die Antwort, Noachiten, die sind nicht Juden, die wollten Torah halten als Torah, als Gotteste Wort. Ja, das heißt, Noachiten, die sind nicht Juden, die halten Judentum in gewisse Grenzen. Noachiten, die sind nicht Juden, die seine Religion ist jüdische Religion, Judentum. Okay, es ist nicht im vollen Volumen, nicht volle Kapazität, vielleicht in Qualität wie beim Juden. Aber es ist logisch, sie sind nicht Juden. Sie auch verpflichtet sie nicht und auch vielleicht wollen nicht. Die beiden Seiten. Ja? Wer will im Vollvolumen, mit Vollkapazität, Qualität die Torah halten, muss sich konvertieren. Das kennen wir uns. Ja? Wie gesagt, wir sind nicht missionärisch, wir sind nicht dagegen, wir sind nicht dafür. Ja? Gibt es die Religionen, die sind dafür, sind sehr missionärisch, gibt es die Religionen, die sind stark dagegen, die jemand neu kommt, neutral. Nicht ja, nicht nein. Das ist deine Auswahl. Wie gesagt, wir glauben in freier Auswahl. Auf jeden Fall. Und ich habe euch gesagt, die alle Sanktionen in der Welt haben nicht geholfen. Nicht im 19. Jahrhundert und nicht im 20. Jahrhundert. Ja? Also heute, Ende der Geschichte, heute wir akzeptieren alle. Alle Juden, die sind verheiratet mit jüdischen und nicht-jüdischen Frauen. Die haben jüdische Söhne und nicht-jüdische Söhne. Die haben Brit Mila gemacht und nicht gemacht. Und wir geben alle Services, alle Dienste für alle. Übersetzung,
Wir haben verlieren diese Kraft, diesen Kampf. Das Leben hat uns gewonnen. Die unsere Leute haben uns gewonnen. Und gezwungen akzeptieren sich selbst, wie es geht. Logisch? Das ist. Wer will das akzeptieren nicht? Das ultraorthodoxe Welt. Okay, sie beschlossen sich. Sie wollen diese Juden nicht akzeptieren. Wie gesagt, sie sehen im besten Fall in diese Juden zweite oder dritte Klasse, im schlimmsten Fall keine Juden. Gut. Dann die Leute haben eine eigene beschlossene Welt. Okay, also zurück zum Geist des Gesetzes. Wenn wir sagen, dass die Judentum als wichtigster Teil von Judentum, dass die Tora, schriftliche Tora, dass sehr, sehr zentrale Idee im Judentum ist, dass was steht im schriftlichen Tora, ist es nicht umsonst. Es ist sehr, sehr gezielt. Was haben wir uns gelernt über die drei gleichen Verse? Du sollst nicht die Ziege mit Milch, eigene Mutter kochen, ja? Das ist das klassische Beispiel. Die gleiche Vers, der gleiche Satz steht dreimal. Keine Veränderung. Das kann nicht sein. Und wenn doch ist es passiert, das beträgt sehr, sehr besondere Ideen. Und ich habe das entdecken, dass drei verschiedene Niveaus, nicht kochen, nicht essen, Milch und Fleisch, nicht kochen und nicht genießen. Ja? Also, und wir haben uns gelernt, dass im jüdischen Gesetz, überhaupt im Judentum, gibt es diese zwei Stufen. Die Wichtigkeit vom Torah und ein bisschen niedrige Wichtigkeit vom Talmud, von Rabbinern. Ja? Und deswegen diese Diskussion, dieses siebte Jahr, woher kommt, vom Torah und von der Talmud, ist es nicht umsonst. Es ist eine praktische Frage. Wenn es vom Torah, das müssen wir das ganz streng nehmen. Wenn es von rabbinischen Dekret, dann kann man dort vernarfachen. Und das ist genau, was es passiert. Tatsächlich, zum nächsten Jahr gibt es, ich kenne, rund 7 Lösungen halachisch. Wie haltet man 7. Jahr? 7. Nicht 2 und nicht 5. Verstehen Sie? Das heißt, tatsächlich, es ist von Talmud. Es ist nicht vom Torah. Das ist diese Gebot, 7. Jahr, in Kraft vom Talmud, vom rabbinischen Dekret. Nicht gleich, aber wissen Sie was? Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, ja? 12 Jahre für Mädchen, 13 Jahre für Jungen. Ich hatte dieses Jahr in Corona eine Bar Mitzvah bei meinem Kind, meinem privaten Kind. Verstehen Sie, dass es sogar wenige vom Talmud? Es ist eine Tradition, es ist Bräuch. Und was macht mit Corona? Die Synagoge wurden geschlossen dann. Ja, also, aber das ist einfach, weil es ein Bräuch. Es steht nicht im Torah. Es steht im Torah, der Talmud, das lest. Woher lernt man? Kennen Sie? Wo steht, dass die Bar Mitzvah von 13 Jahren und nicht von 16 oder 18? Kennen Sie die Stelle? Ja. Die Geschichte ist einfach, das ist die Geschichte von nach der Dina-Vergewaltigung beim Stadt Schem. Dann zwei Brüder, Shimon und Levi, kommen und umbringen die ganze Stadt. Genau? Mhm. Und ja. die Tora nennt die beiden Männer, Vekach Ischarbo, und nimmt den Mann seinem Schwert. Der Mann. Die Rechnung, das können wir einfach machen, zeigt, dass die beiden wurden 13 Jahre. Die Shimon war Ende seiner 13 und Levi, der dritte Bruder, Anfang seiner 13. Okay? Also von dieser Stelle lernt Talmud, dass Bar Mitzvah ist 13, nicht 16, nicht 18. Und noch Talmud dazu gibt, dass die Menschen biologisch sind reif früher von den Jungen,
das heißt 12. Okay? Aber verstehen Sie, dass es vom Talmud, also kann man vereinfachen, was habe ich genau gemacht? Verstehen Sie, dass 100 Jahre vor niemand, aber niemand in die ganze Welt eine Bat Mitzwa hat gemacht? Verstehen Sie, das ist die Neue vom 20. Jahrhundert? Weil wir betrachten die Frauen gleich. Und das war nie im 19. Jahrhundert. Die Frauen arbeiten nur vom Ersten Weltkrieg als Kriegsschwester. Ja? Weil sollte jemand bewunderte Leute, ja, besorgen. Ja? Die Frauen haben nicht gearbeitet. Sie waren nicht gleich. Aber heute ist es, wir glauben, es kann nicht sein. Ja? Und deswegen, wie feiern wir Bar Mitzwa für Junge, auch wir feiern Bat Mitzwa. Ja? Aber verstehen Sie, das ist Bräuch vom 20. Jahrhundert, nicht vom 19. Muss man nicht sagen, vom Talmud? Okay? Also das heißt, gibt es verschiedene Niveau. Ja, der Niveau, die höchste Niveau von Torah, dann niedrige vom Talmud und dann die Bräuch. Ja? Die Bräuch, wie machen wir mit Bar Mitzwa, mit Bat Mitzwa, auf welche Wein machen wir Kiddushin und so weiter und Ende, ja. Kennen Sie die deutsche Bräuche, dass wir machen Kiddush auf Wein in die Synagoge? Ja. Verstehen Sie, dass diese Bräuche gibt es nichts in anderen Ländern? Nicht in Polen, nicht in Ungarn. Wissen Sie, woher kommt diese Bräuche? Weil die Leute säkulär geworden und hatten Kiddush zu Hause nicht gemacht. Deswegen die Gemeinde versorgt, machen wir in die Synagoge. Das ist die klare Zeichnung, was war passiert in Deutschland, im jüdischen Deutschland, 19. Anfang 20. Jahrhundert, bis Erster Weltkrieg. Also und so weiter und so fort. Also muss man separieren, unterschieden, verschiedenes Niveau. Und vielmal rabbinische Forschung ergeht nur um verstehen, von welcher Quelle machen wir dies und das. Vom Torah, vom Talmud, vom Bräuch, ja? Von einem rabbinischen Dekret, ja? Von einem lokalen Bräuch. Ja? Verstehen Sie, dass die Purim und Pesach, unsere Feste, es war mal Bräuch. Es war kein Gesetz. Ich sage noch mehr, die jüdische Weisen wollten nicht Chanukka als ein Fest akzeptieren. Und die Leute, jüdisches Volk, sie hatten gezwungen, unsere Weisen doch diese Chanukka akzeptieren. Echte Geschichte. Was habe genau habe ich gesagt? Das Leben, die starken Leben, sie sind stärker, ja, von uns alle. Auch in unserer Weise. Und deswegen Talmud sagt, dass wir uns als Rabbiner machen keine Gesetze auf Gesellschaft, auf unsere Leute, auf jüdische Gesellschaft, die Leute könnten nicht akzeptieren und leben damit. Etwa zu streng, ja. Also es muss normal, mild, mittlerweile geblieben. Zurück zu unserer noachidischen Welt. Wenn wir sagen, dass Judentum das ist Religion von Noachiden, das heißt nicht ganz Juden, aber auf erster Linie die schriftliche Torah, dann genau, was steht im Torah, dass es trägt mehr Wichtigkeit von anderen rabbinischen Gesetzen von Talmud und die Bräuch. Anverstanden? Logisch? Deswegen, wenn wir reden über die Kaschut, ja, es ist nicht umsonst, dass die Torah erzählt, zum Beispiel, keine koschere Fische. Ja, es steht nur ein Gesetz,
ja, die Schnupfen und die Schnullen, ja, die sind koscher. Weil gibt es hunderte und vielleicht tausende koschere Fische in der Welt. Und Torah, schriftliche Torah, will nicht als ein Buch für Zoologie sein. Ja? Die gleiche, fast gleiche mit Geflügel. Es war eine Frage mit Geflügel, ja, Jutta? Ja, genau. Reden wir. Es steht, du sollst koschere Geflügel essen. Reine. Koschere ist die talmudische Definition. In Torah steht auf Tahor. Reine. Ja? Reine. Und, aber was ist diese reine Geflügel, koschere Geflügel? Steht nicht. Im Gegenteil. Nicht koschere Geflügel steht im Torah. Das heißt, das ist eine Behauptung. Das ist wichtig, dass dieses Geflügel isst du nicht. Ja? Und wir haben uns die Meinung von Nachmanid zitieren, dass die Zusammenhalt für alle nicht koschere Geflügel vom Torah ist, dass diese alle Geflügel sind aggressive Geflügel. Ja? Ja. Die Adler und so weiter. Das heißt, die Torah rauszieht eine Lehre, du sollst nicht aggressiv sein, du sollst friedlich sein, du sollst nicht die Blut, ja, auch essen und auch nutzen und so weiter. Also, das heißt, auch für Noachiten, diese Stellen sind wichtig. Jetzt, wir gehen zum Punkt der Auswahl. Natürlich gibt es freie Auswahl genau beim Noachiten, von 8 Geboten weit. Wenn du gehst zur Minimisierung, die Gebote, das heißt 7, Minimum und Maximum gleichzeitig, dann du sagst genau, wer Alexander geschrieben. Die Noachiten sind nicht verpflichtet. Von dieser Sicht, das ist korrekt. Von dieser Sicht. Aber sagen wir, dass die ideologischen Noachiten, ja, die wollen vorgeschnittene sein. Ja, natürlich, sie nehmen zum, es ist bemerkt, ja, zum Bemerkheit, dass diese mindestens nicht koschere Geflügel als Minimum, ja, weil es steht im Torah, es steht schriftlich, es ist um unsere Aufmerksamkeit, es ist nicht umsonst. Wie Gott etwa will von uns. Und das ist genau die zwei Niveaus, die immer existieren im noachidischen Welt. Jemand, der sagt, für mich Minimum, er ist auch Maximum. Und das ist im Ordnung. Und jemand, der sagt, ich will vorgeschnittene Noachide sein. Eine ideologische Noachide. Es ist echt, dass ich muss nicht genau Kaschrut wie die Juden halten. Das ist echt. Ich muss nicht verpflichten, ich bemühe mich nach Straßburg, nach Frankreich, nach Berlin, jeder Platz in der Welt. Die erste, zweite Dinge, das mache ich in Prag, egal in Moskau. Ich gehe zum Koschergeschäft und kaufe manche Fleisch. Ja, weil ich muss. Ich muss bemühen. Ja? Die Noachiden, sie müssen nicht. Aber doch, als mindestens, ich sage, genau diese nicht koschere Geflügel konsumieren. Das ist schon eine höchste Niveau von einem Minimum. Ja? Verstehen Sie mich, was ich meine? Ja. Das heißt, dass diese sechste Gebot, nicht lebendige Organ essen, konsumieren, dass tatsächlich meint eine noachidische Kaschrut, sozusagen. Ja? Vielleicht ist es nicht 100% wie die jüdische Kaschrut, aber es ist doch, es ist mehr von, okay, ich darf alles. Weil es ist genau der Punkt von der Torah, wir müssen uns begrenzen, wir müssen uns als Menschen erziehen und manchmal Grenzen stellen,
Manchmal ja, manchmal nein. Das ist ein wichtiger Aspekt von Gottes Wort. Ja? Nicht alles ist erlaubt. Jetzt gehen wir weiter, wegen der Geflügel. Wir kommen noch zum Bio. Das ist noch ein Punkt, ich erinnere mich. Ja? Wegen der Geflügel. Von Torah versteht man klar, und Talmud sagt das andeutlich, dass gibt es klare Differenz zwischen echte Fleisch, sozusagen Kuh, Schaf, Ziege und so weiter. Die Fleisch, die geht mit 4 Füße, sozusagen. Das ist echte Fleisch und Geflügel. Verstehen Sie? Das heißt, Geflügel, ich habe mal gesagt, Geflügel viel, viel Zeit wurde gerechnet, ich weiß nicht, ob in meiner gemeinen Welt, aber in der definitiven jüdischen Welt, Geflügel wurde gerechnet als etwa niedrig sozusagen, quasi wie Fisch. Das heißt, eine Fleisch, aber zweite, dritte Klasse. Nicht echte Fleisch. Verstehen Sie? Das heißt, Konsequenz von dieser zweite, dritte Klasse Fleisch kann man wenige Zeiten abwarten, um milchig zu messen. Weil es ist nicht echte Fleisch. Es ist einfache Fleisch. Mhm. Echte Fleisch, wie gesagt, 6 Stunden Zeit muss man abwarten. Die Flügel, 2-3 Stunden. Gibt es sogar eine Version, die sind falsch. Ist komplett falsch. Die sagen, dass sogar in maimonidischen Zeiten, das heißt 12. 13. Jahrhundert, 800 Jahre von uns, doch auch dann, Geflügel wurde nicht als Fleisch gerechnet und sogar Maimonides hatte Geflügel gegessen und mit einem Glas Milch getrunken zusammen. Gibt solche Meinungen, das ist bloß, das ist nicht wahr. Es ist nie passiert. Aber das ist echt, und das steht im maimonidischen Bücher, dass doch Geflügel wurde als etwa niedrig wahrgenommen. Als eine niedrige Fleisch. Gut? Also, und deswegen sagen wir so, von jüdischer Sicht, wenn isst man nicht koschere Fleisch, echt nicht koschere Fleisch, die wenige Strafe, es geht natürlich nach Geflügel, weil es nicht echte Fleisch. Verstehen Sie? Jetzt noch einen Punkt, die wurde an dieser Diskussion eine Gesetzesverletz ohne Strafe. Erinnern Sie den Punkt? Genau. Ja, das ist etwas sehr, sehr interessant. Wie uns gewohnt ist, okay, es ist eine christliche, stereotypische Denken, dass eine Sünde eine Strafe. Desto schwierige Sünde, je schwierige Sünde, desto schwierige Strafe und so weiter. Ja. Ja. Die Beispiel, es steht, wer den Schabbat verbricht, absichtlich, bekommt Todesstrafe. Ja? Noch aktuelle Beispiel. Wer ist homosexuell, menschlich, Todesstrafe. Nun, was machen wir darüber mit diesen Stellen? Okay, die Leute wieder mit christlichem Denken, stereotypisch, sie nehmen den Text, wer es ist. Echt, so Christentum hat die Tora verstanden. Genau wie es ist geschrieben. Weil sie hatten die mündliche Tora annullieren. Und wollten nicht und wussten nicht, was der Talmud gesagt über die, wie
echt wahrnimmt man die Tora-Gesetze. Ein Tag hat ein Auge unter Auge, ja, Bein, unter Bein und so weiter, Knochen unter Knochen, verstehen Sie? Das ist sehr, sehr bekannt, ja. Also, die Christentum hat genau verstanden, genau was ist geschrieben. Und schon Talmud gelacht von diesem Verständnis. Talmud wusste natürlich, er ist der Christen. Talmud schon gelacht und gesagt, was, wenn jemand hat von anderen Juden eine Auge beschädigen, machen wir die gleiche Beschädigkeit, ja? Genau 37% von den Sehen müssen wir rausgenommen. Das ist lächerlich, das kann nicht sein. Ja, machen wir genau die Beinknochen brechen, auf gleichem Platz, die gleiche Form. Kann nicht sein, das ist unlogisch. Und schon Talmud sagt, es ist eine Metapher, aber mit klarer Konsequenz. Muss man bezahlen. Die körperliche Verletzung. Muss man kompensieren, abfinden. Das, was die Tora gemeint. Okay? Aber wieder, Christentum wollte das nicht wissen und sie nehmen Judentum als eine Karikatur, nicht echt Judentum. Das ist Judentum, ja, hart knecken, ja, Auge stattdessen Auge und solche paradoxal ist, alle Gebote Christentum hat annulliert und nicht genau wie Text. Sie nehmen das, ja, wie Schabbat, Kaschut, Beschneidung. Okay, aber doch, verstehen wir diese Verse im Torah, Todesstrafe wegen Schabbat, Brechen und Homosexualität. In die Klammern, Frauen, Homosexualität steht nicht im Torah. Also keine Strafe überhaupt. Keine, gar nichts. Also kann man verstehen, das ist nicht so schlimm. Das ist genau das, was man versteht. Okay, Talmud natürlich akzeptiert nicht auch frauenliche Homosexualität und auch verbietet das. Aber jetzt bekommen wir zu diesem Kernpunkt. Im Judentum gibt es die Verbrechen ohne Strafe. Und das ist genau die Frauen, zum Beispiel Frauenhomosexualität. Das ist verboten, aber gibt es keine Strafe. Und genauso in viele, viele Felder. Aber bald. Ich wollte nur dieses Thema mit Schabbat oder Strafe und menschliche Homosexualität beenden. Schon Midrash Sifra erleuchtet, was ist die richtige Verständnis von diesen Sätzen. Gibt es verschiedene Midrashim. Midrash Sifra, das ist Midrash Halacha. Es ist ein Midrash, der ist Gesetz. Ja, er sagt Gesetz. Einfache Halacha. Und Midrash Sifra sagt Folgendes. Dass echt die Shabbat-Verbrechen in absolute Werte, ja, das musste man vielleicht ein Todesstrafe bekommen. Aber wir implementieren das nicht. Okay? Weil die Torah, das ist eine Lebenslehre. Also es ist nur behaupten, die Strengheit, was ist die Shabbat wichtig ist. Dass in absolute Werte, in absolute Welt, müsste man eine Todesstrafe bekommen. Und die gleiche mit menschlicher Homosexualität. Wir befinden uns nie in alten Zeiten, dann der Meilig, das war praktische Todesstrafe, dass jemand wurde wegen der menschlichen Homosexualität zum Todesstrafe verurteilt. Wir treffen das überhaupt nicht. Das ist die gleiche mit dem Schabbat. Es ist sehr, sehr wichtig, es ist sehr, sehr kritisch. Aber wir uns machen kein Todesstrafe. In absolute Werte ja.
dass gibt es eine im ideale Welt, gibt es eine sollte eine Todesstrafe bekommen, über diese zu erhalten, aber nicht in unserer Welt, weil unsere Welt ist keine ideale Welt. Unsere Welt ist eine materielle Welt, nicht die ideale Welt. Also haben wir verstanden, dass gibt's zwei Punkte, die sogar im Torah geschrieben, schriftliche Torah, und sogar gibt es eine Strafe und sogar eine Todesstrafe. Die größte Strafe, die könnte man ja, erzählen. Und doch, es ist nicht praktisch, es ist nur theoretisch. Und noch mehr gehen wir weiter zum Kashrut, unserem Thema. Und genau in vielen Feldern gibt es diese Situation, dass jemand gehalten nicht genau die Torah-Gesetz oder überhaupt bricht dem Gesetz und doch implementieren keine Strafe. Das ist die gleiche Sehen, allgemeine Sehen. Das heißt, es ist nicht in Ordnung, es ist nicht Gottes Wort erfüllen, es ist nicht nach Gottes Will gehen, aber wir uns in unserer nicht idealen Welt machen keine Strafe. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Gibt es die Religionen wie Islam, die bis heute, sie mögen Strafe. Ja, jetzt, diese Taliban, ist schrecklich, ja, in Afghanistan, in Marsch greifen. Sie verstehen sein eigenes Gesetz, genau wie Christen. Das ist geschrieben. Ja, also Enthauptung, ja. Die Diebe bezahlen mit eigenen Händen, physisch, tatsächlich und so weiter und so fort. Ja, das ist schreckliche Dinge. Das ist genau dieses Verständnis, zeigt uns, was könnten sein, wenn wir wurden die schriftliche Torah und überhaupt die Judentum ganz hart Knecke genommen. Ja, ganz, ich weiß nicht was. Ja, wieder, die Idee von Torah ist nicht bestrafen die Menschen. Die Idee von Torah ist nicht traurig sein. Ja? Die Torah immer sagt, du sollst freuen. Du sollst Gebote erfüllen mit Freude. Wie uns, glauben Sie mir, das jüdische Volk hat viel, viel geleidet durch seine Geschichte. Und auch in der letzten Generation, auch heute, es geht nicht einfach. Und wir uns alle und ich privat persönlich haben sehr viel, viel schwer bezahlen über die unsere Judentum. Und doch, wir uns fröhliche Leute, wir mögen diese Welt, wir mögen Leben und wir freuen uns. Trotzdem alles. Ja? Das ist nicht umsonst. Das ist die Geist von Judentum. Das ist zwischen die Reihen. Jüdischer Humor. Woher kommt er? Ja? Schauen Sie zum Beispiel ganz parallele Welt. Kennen Sie armenische Shoah? Die Armenen? Ja? Kennen Sie die Geschichte? Dieses Volk bis heute, schon jetzt war 100 Jahre ja, von dieser armenischen Shoah, bis heute sind traurig. Sie sind beschlossen, ich treffe viele, gibt es viele Parallele zwischen Juden und Armenen. Meinem Herz, wow, es
Sie sind nicht fröhlich. Das heißt, diese Trauma, diese Shoah hat so ausgeprägt, diese Leute, sie freuen sich nicht. Und das ist genau, was wir sind nicht, die Juden. Trotz dem Shoah, trotz dem alles. Okay? Also, was ich behaupte, ist nicht meine Idee natürlich, dass die Judentum auch als Religion, auch als Kultur, auch als Zivilisation, das ist etwa fröhlich, etwa lächerlich, mit Humor. Es steht im Psalmen, als die Messias kommt, dann werden wir froh, Shir HaMaalot. Kennen Sie? Shir HaMaalot, die sagt man am Shabbat. Ja, die Psalm, ich denke 148, ja, oder 147. Dann werden wir froh und wir werden lachen mit ganzem Mund. Das heißt jetzt, wir lächeln uns mit Halbmund. Nicht den ganzen Mund, 50%. Ja, das heißt, unser Ideal, lachen mit ganzem Mund. Komplett fröhlich sein. Das heißt, diese Bestrafung, ja, und diese Harte, du hast gesündet, es passt und nicht. Auch theologisch, auch als Idee. Zum nationalen Charakter, das passt nicht. Verstehen Sie? Und es ist eine lange, lange, hallo. Es ist eine lange Geschichte, warum gibt es einige oder viele Gebote, die keine Strafe bekommt man, als bricht man diese Gebote. Es ist ein langes Thema. Es ist egal für uns derzeit. Aber in viele, viele Felder, auch im jüdischen Gesetz heute, auch für Nachiden noch mehr, gibt es keine Bestrafung. Okay. Du hast das nicht gemacht. Du hast das nicht erfüllt. Kann sein. Aber keine Strafe. Das heißt, das ist. Also, jetzt zum praktischen Konsequenzen. Was wollte ich sagen wegen der Kaschrut? Wieder. Gibt es viele, viele Niveaus im Kaschrut. Muss man anpassen sich mit sich selbst, mit seinem Glauben, Gesundheit, die Familie. Familienmitglieder und so weiter. Die essen nicht koschere Geflügel, es ist weniger problematisch als nicht koschere Fleisch. Okay, das ist schon besser. Noch besser, und das habe ich gesagt, noch besser, wenn kann man kein nicht koschere Fleisch konsumieren, es ist noch besser. Es ist noch besser. Ja, das heißt, es ist nicht ein vegetarischer Weg, ist nicht idealisch, aber es einfach, ja, hat man nicht. Ich erzähle jetzt wahre Geschichte mit mir persönlich. Ich war in sowjetischen Zeiten, wir hatten keine koschere Fleisch, es war verboten. Die Leute haben zum Knast und Gefängnis gegangen, wie jede jüdische religiöse Zeichnung. Okay? Und ich hatte meine Lehrer, die haben gesessen im Gefängnis. Gut. Und ich hatte keine koschere Fleisch. Und dann die Leute, die wollten ideologisch jüdisch sein, ja, mehr Gebote halten, die haben sich vom Fleisch vermeiden, weil es war nicht koschere Fleisch. Für mich schon einfach, das war ganz, ganz streng, super streng, überstreng. Aber mit dem Zeit habe ich verstanden, dass mit dem Zeit ich habe auch in dieser Gruppe ein Mitglied geworden. Ja, ich war ein Teenager, 15, 16 Jahre alt. Also es ist nicht ein Ideal. Ich mag Fleisch, ich esse gerne Fleisch. Ich bin Fleischmann, kein Zweifel. Ja, aber wenn habe ich kein Koscherfleisch, ist es nicht. Das ist ganz einfach.
Ich esse Fisch. Ich jetzt sitze in Brandenburg, dann habe ich kein Fleisch. Dann kein Fleisch, nur was. Gibt es genug Fische? Aber wieder, es ist ein gewisses Niveau. Wenn du hast einen Widerspruch mit sich selbst und sagst, ich will Fleisch. Genau wie steht im Torah. Und deine Seele fordert Fleisch. Das war Wochenabschnitt Rehe. Eine Woche vor, ja? Was sagt der Torah? Isst Fleisch. Okay, dort ist es ein anderes Problem. Du musst schlachten in Jerusalem, neben dem Tempel, auf Tempelberg, ja? Okay, also, wenn du bist in Ordnung, du lebst in Harmonie mit dich selbst, du sagst, okay, ich habe kein Koscherfleisch, esse nicht, dann ist es morgen. Ja, also, ich bin in Harmonie mit sich selbst. Kein Fleisch, kein Fleisch. Weil ich habe mein Niveau. Ich sage nicht die höchste Niveau, nicht die niedrigste, in die Mitte. Ja? Also muss man nicht sich selbst vergewaltigen. Ja? Wenn du willst Fleisch, isst Fleisch. Geflügel. Wie gesagt, besser von total nicht koschere Fleisch. Ja? Aber wieder, es ist ein Niveau, eine Auswahl. Und auch, wie fühlt man sich damit? Was sagen die Familienmitglieder? Ja? Also in diesem Sinn, auch Alex war jetzt noch Adelbert. Weil sie haben über die zwei verschiedenen Niveaus geredet. Gut. Das ist meine Nachdenken über diese Diskussion. Jetzt eure Fragen, bitte. Was, keine Fragen? So viele Fragen wird dann geschrieben? Wegen das Bio? Ja, auf Bio bin ich deswegen gekommen. Wegen der Schlachtung, weil wir dürfen ja oder sollen, müssen nur Fleisch verzehren von einem Tier, das vor der Zerlegung vollständig tot gewesen ist. Ein konventionell erzeugtes Fleisch, auch Geflügel, das in einem konventionellen Schlachthof geschlachtet ist, ist eben häufig beim Stadium der Zerlegung eben nicht tot, sondern mehr oder weniger nur gut betäubt, aber definitiv halt biologisch nicht tot. Und dann war eben meine Frage, ob ein artgerecht aufgezogenes Geflügel, das anders geschlachtet wird, eben nach bestimmten Kriterien, dass es eben sicherstellt, dass das Tier vor der Zerlegung eben auch wirklich tot ist. Das war eigentlich der Hintergrund der Frage und weswegen ich angefangen habe, dort, wo ich einkaufe, einfach mal gezielter nachzufragen, wie dieses Fleisch, also von dem lebendigen Tier, nachher am Ende auf meinem Teller landet. Das war der Hintergrund. Also mir ging es eigentlich um die Idee des einmal des Vermeidens von Tierleid, was in der konventionellen Fleischproduktion ja quasi unvermeidlich ist, und eben die Schlachtmethode, dass das wirklich in Ordnung ist, dass das Tier tot ist. Okay, drei Punkte. Erstens, ich denke, wegen die Hühner, okay, reden wir Hühner, weil die Hühner relativ klein Tier ist, also ja. Schlachten nehmen ist relativ einfach, relativ. Ja? Also ich, nach meiner Kenntnis, nach meinem Wissen, im allgemeinen Fleischbetriebe wie diese, wie heißt das im NRW, wo wurden viele Leute mit Corona angesteckt, Ja. Also manche Geschäfte, das ist die große echte Fleisch. Aber die Hühner, einfache Schnitt und die Hühner stoppt. Ja, also in diesem Sinn, die geflügelte Hühner, sie leiden nicht. Was wir treffen vielmal, auch im Koscher-Geschäfte, die Hühner rennt auf ohne Kopf. Ja. Es ist
Ja, das ist ja nur ein biologischer Reflex. Genau, es ist die Energie im Muskel, die noch befreit sich. Die Hunde ist tot. Also ich denke, die allgemeine Geflügelhunde heute, sie leiden nicht im Koschergeschäft, weil es ist einfach eine Maschine, zack, 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 und sie sind genau, leiden nicht. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, die Halal-Fleisch doch nicht koschen an die Ertracht werden. Es ist nicht koschen. Der Unterschied zwischen Stromtötung und Halal, ganz einfach. Stromtötung, das ist die Maschine, und Halal, es ist handgemacht. Aber mit Halal-Fleisch, die Tier leidet und leidet viel. Ich garantiere euch. Leiden. Also, was ich wollte einfach sagen, dass in diesem Sinn gibt es keinen Unterschied zwischen Halal-Fleisch und einem Hund vom Rewe Aldi Lidl. Kein Unterschied. Sogar besser von Aldi Lidl, weil dort ist es eine Maschine und die Hund hat geleitet nicht. Punkt Nummer drei, wenn Sie als Nachhinein konsumieren allgemeine Hund von Rewe Aldi Lidl, dann, meiner Meinung nach, probieren Sie, innere Blut rausziehen. Mhm. Verstehen Sie? Das heißt, gibt es immer äußere Blut und innere Blut. Im Huhn, im Geflügel, ist relativ nicht so viel Blut, weil die Huhn ist relativ kleine Tier. Ja? Ja. Und ich weiß, das ist nicht so viel Blut. Also muss man ein bisschen vielleicht mehr diese Huhn, diese Geflügel gearbeitet und probieren, die innere Blut rausziehen. Wie möglich? Wie kann man in seine eigene Küche, ja, nicht industrielle Küche. Ja? Also meiner Meinung nach, wenn Nochid konsumiert ein allgemeines Geflügel von Aldi Lidl, das ist besser vom Kalb, vom Kuh. Es ist besser vom Halal sogar, weil Tier hat nicht geleidet. Und nur probieren dem innere Blut, weil äußere Blut ist schon draußen. Ja, es ist sauber. Genau, die sind ja auch ausgenommen, wenn man die im Geschäft kauft. Ja, also ein bisschen bemühen über die diese innere Blut. Also das ist maximale, was kann man mit nicht koscherem Fleisch, ja, schaffen. Wieder gibt es verschiedenes Niveau. Sie kennen mich, ich betreue diese Gemeinde in Deschkowitz in Transkarpatien, ja. Dort, ja. Jetzt, wir hatten die Öffnung, die erste nohidische Synagoge in ganz Europa gemacht. Das heißt, gibt es noch zwei Synagogen in Philippinen, in Indien, aber normalerweise die Nohiden kommen zum jüdischen Synagoge. Ja. In Amsterdam gibt es, also es ist, die Nohiden kommen zum Juden. Aber dort gibt es keinen Juden, es ist ein Dorf. Also gibt es dort nur Nohiden, okay, viele Christen mit Nohiden, und dann ist es echte Synagoge nur für diese Gemeinde. Diese Gemeinde, sie haben seine Evolution, ist schon dritte Generation von den Leuten. Also es ist nicht ein jährlicher Prozess. Es ist über die 60-jährige Prozess. Und sie haben festgestellt, dass privat, genau wie im Israel-Staat, gibt es eine private Sphäre und staatliche Sphäre. Staatliche Sphäre, Israel-Staat, haltet Kashrut, Shabbat, als Staat. Als Privat, du machst, was du willst. Ja? Aber im Staat, in staatlichen Institutionen, Krankenhäusern, Militär, Universitäten und so weiter, gibt es Kashrut, ja, Shabbat, die Stadt haltet Shabbat als Staat. Ja, also keine Regierungssitzungen, keine Statesmen und so weiter. Also diese Gemeinde als Gemeinde, sie haben beschlossen, dass für Gemeinde Mahlessen
Sie konsumieren Koscherfleisch. Also sie, echt, und das kostet viel, viel Geld, sie schicken einen Transport nach Wien, okay, ist Ostrungarn, der Meilige, rund 500 Kilometer, drei Grenzen, und sie konsumieren als Gemeinde Koscherfleisch. Aber als Gemeinde, als Privat, jeder isst, was er isst. Ja? Also wieder ist es ein Niveau und es kostet Geld. Es ist eine finanzielle Opferung, muss man, ja, muss es klar sein. Und dort gibt es kein koscheres Fleisch und sogar die Ungarn, die nächste Stadt, rund 100 Kilometer, sie bekommen koscheres Fleisch aus Kiew und aus Wien, es bekommt billiger von die lokale koscheres Fleisch. Auch kann passieren. Ja, also wieder, das ist ein Niveau, das ist eine Gemeinde, eine Bescheid. Jede macht seine eigene private Bescheid. Ja. Deswegen, ich sage, muss man Kompromisse finden. Und durch die Kompromisse maximalisches Ideal streben in die Grenzen, wo befinden wir uns. Ja. Deswegen, ich sage, okay, nicht koscher Geflügel, aber doch gibt es Vorteile für diese Geflügel. Die Tier leidet nicht. Es ist schon klar. Im Gegenteil von Kalb und Kuh. Und dann bemühen wir bitte diese innere Blut. Das ist meine Punkt. Wie würde ich das praktisch in meiner Küche machen? Also innere Blut entfernen? Ich sage, wenn ich erinnere mich, die unsere Omas in den 50er, 60er, sie hatten besondere Geschirr, das heißt besondere Töpfe. Okay. Für diese Koscherisierung sozusagen. Hm? Und dort in diese Töpfe macht man was mit Salz oder mit etwa. Ja, das heißt, muss man beschnitten und probieren, ja, mit Salz und etwa diese innere Blut rausnehmen. Also verlassen für gewisse Zeit diese Fleisch. Mhm. Das erinnere ich von unseren Omas. Okay, danke. Okay. Ja, sie haben eigene Ecke, sozusagen. Heute bis heute gibt es Leute, die wollen genügend beim Juden Leber bei sich selbst koschen. Das ist das Gleiche. Sie haben eigene Ecke, besondere Töpfe. Ja, und alles, was es gehört dazu. Die große. Gibt es ein Salz, ja, es ist nicht Küchensalz, industrielles Salz, ja. Das heißt, es kann sein 5, 7, 8 mm, ja, jedes Stückchen. Ja. Ja, also, besondere Löffel, alles, was gehört, nur zum Koscherisieren. Okay. Ja, kleine Wein, heute von Plastik, dann es war vom Stahl, ja, heute. Nimmt man eine plastische Wanne. So, ein bisschen ja. Was noch? Oh, hallo, hallo. Shalom, Natalia. Noch die Fragen? Nee, eigentlich im Moment ist alles klar. Soweit. Bis zum nächsten Einkaufen gehen. Gut. Dann das rund alles, was habe ich gedacht in der Diskussion. Also, wie in die Witze, wie in die Anekdote, du bist recht und du bist recht. Auch Alexander war recht, auch Adelbert. Mhm. Und auch sie sind gerecht und auch ich ein bisschen recht. Wir reden jeder über verschiedenes Niveau. Also, es ist nicht widersprüchlich. Es ist einfach anderes Levels.
verschiedenes Niveau. Muss man anpassen. Ja. Ich hatte mal einen Freund, einen Rabbiner, der war vegetarisch. Und dann einmal habe ich gemerkt, er isst Fleisch. Weißt du was? Er sagt, okay, es passt mir nicht. Ich fühle mich nicht gut. Keine Harmonie. Also man sagt, okay, es ist nicht mein Level, nicht mein Niveau. Isst Fleisch heute. Kann sein. Muss man gut mit sich selbst fühlen. Ja. Eine innere Frieden. Nicht trennen und unter Stress leben. Umgekehrt. Wohlleben. Das ist unser Ziel. Wohl, gut, nach dem Tor. Ich habe noch eine kurze Frage, allerdings zu dem, was Sie letzte Woche gesagt hatten, als Sie gefragt worden sind wegen Spendenkonto. Wenn man da was drauf überweisen möchte, soll man dann bestimmte irgendwas oder einfach dort da. Rabbiner Rubens? Ja, ich habe nicht gehört, es wurde gebrochen, Ihre Frage. Ah, okay. Okay, Sie hatten ja, meine Internetverbindung ist heute nicht gut. Sie hatten ja eine Kontonummer auch angegeben, wo Sie gesagt haben oder geschrieben hatten, dass man da auf das Konto von dem Herrn Rabbiner Pawlowski, glaube ich. Das ist unser zusammenes Konto. Genau. Das ist drei Rabbiner. Ah, okay. Soll man da noch irgendwie was angeben oder so? Oder einfach schreiben Sie den Namen. Das okay, alles das. Klar. Und dann wir alle gleichzeitig sehen. Ja, okay, das ist eine kleine Konto für Kleinigkeiten. Okay. Also einfach schreiben, wer hat das überwiesen. Wissen Sie, zu wem das gehört? Okay, alles klar. Gut. Dankeschön. So ist es. Gerne. Also, Natalia, wir uns beenden. Aber ich habe was rausgezeichnet. Also kann man noch ein, zwei Tage das sehen. Als Link, den ganzen Unterricht. Gut. Also, ja, vielen Dank. Ich habe wieder diese Paar, die einen noch hidden, die wollen sich heiraten. Also, muss betreuen. Okay. Eine junge Paar. Das ist immer fröhlich. Gut. Also, Gott segnet euch alle. Bleibt gesund, stark, fröhlich, friedlich, in Harmonie mit sich selbst. Mit diesem und anderen Fleisch. Wir treffen uns. Vielen Dank. Gute Woche noch. Danke. Schönen Abend an alle.